Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier nun die mobilen Nachrichten der vergangenen 31. Kalenderwoche. Am vergangenen Wochenende verteilte Niantic Labs als Entwickler des erfolgreichen VR-Game Pokémon Go sein erstes Update für Android und iOS. Neben den üblichen Bugfixing kann man nun seinen Avatar optisch anpassen und die Fußabdrücke, welche ursprünglich die Entfernung zum nächsten Pokémon anzeigen sollten, wurden komplett entfernt. Entfernt wurden aber auch gleich einige Drittanbieteranwendungen wie PokéLife, PokéDetector und PokéVision, welche laut Niantic Labs hauptsächlich die eigenen Serverkapazitäten belastet hätten. Auch Apple-Nutzer klagten über den Verlust des erreichten Level aufgrund eines fehlerhaften Login, der nur mit einer Neuanmeldung zu beheben war. Am Dienstag vergangene Woche war es nun soweit, dass Samsung in New York ganz offiziell sein Galaxy Note 7 Android-Phablet samt neuer Gear VR-Brille präsentierte. Und in der Tat gab es keine wirklichen Überraschungen, da sich so gut wie alle Gerüchte der vergangenen Woche bestätigten. Für 849 Euro bekommt man nun ein 5,7 Zoll großes und nach IP68 staub- und wassergeschütztes Android-Smartphone, welches eine Exynos 8890 Octa-Core-CPU, 4 GB RAM und 64 GB erweiterbaren Programmspeicher verbaut hat. Das 2560x1440 Pixel auflösende Dual Edge Display ist aus dem neuesten Corning Gorilla Glass 5, über dem sich neben der 5 Megapixel Frontkamera ein Infrarot Iris Scanner befindet, welcher neben dem Fingerabdrucksensor als weiteres Sicherheitsfeature gilt. Ab dem 16. August kann das Galaxy Note 7 samt S Pen in den Farben Black Onyx, Blue Coral und Silver Titanium vorbestellt werden, um es am 2. September gemeinsam mit der USB Type-C VR-Brille in Empfang zu nehmen. Wer Android TV auch auf dem Smartphone oder Tablet unterwegs verfolgt, hat unter Umständen auch schon etwas von der mobilen Anwendung AppyGeek, AppyGamer oder News Republic des gleichnamigen Entwicklers gehört. Ein News Aggregator, der unter anderem auch unsere Beiträge in einer Anwendung bündelt. Vergangene Woche wurde nun bekannt, dass News Republic von dem chinesischen Softwareentwickler Cheetah Mobile für 57 Millionen US-Dollar aufgekauft wurde. Bei Cheetah Mobile handelt es sich um ein 2009 in Beijing gegründetes Softwareunternehmen, welches in der Vergangenheit durch Anwendungen wie Battery Doctor, CM Launcher oder Clean Master bekannt wurde und in den Verruf geriet, überwiegend im Interesse seiner eigenen Advertising-Partner zu handeln. Abzuwarten bleibt nun die folgende Entwicklung der Nachrichten-App auf Basis der kräftigen Finanzspritze. Ein Alleinstellungsmerkmal des kanadischen Herstellers BlackBerry ist seine sicherheitsoptimierte Software, welche auch auf dem BlackBerry Priv und D-Tech 50 Android-Smartphone wiederzufinden ist. Donnerstag vergangene Woche veröffentlichte das Unternehmen nun den BlackBerry Hub Plus im Google Play Store, welcher 30 Tage lang kostenlos getestet und danach wahlweise mit Werbung versehen wird oder für 79 Cent monatlich abonniert werden kann. Dafür bekommt man dann ab Android 6.0 die zentrale Anlaufstelle BlackBerry Hub Plus, bestehend aus einem Kalender, Kontakte, Aufgaben, Termine, Suche, Launcher und Passwort-Manager-Anwendung. Nun ist es noch etwas weniger als einen Monat hin, wenn vom 2. bis zum 7. September in Berlin die internationale Funkausstellung ihre Pforten auch außerhalb der üblichen Fachbesucher öffnet. Einige Hersteller wie Motorola und LG haben bereits schon erste Andeutungen für kommende Produkte gemacht. So will der südkoreanische Hersteller mit dem LG V20 das erste Android 7.0 Nougat-Smartphone vorstellen, welches ähnlich dem Vorgänger über ein zweites Display verfügt und besonders widerstandsfähig sein wird. Aber auch Motorola stellt sich an mit dem Moto Z Play, das Trio der besonders dünnen Smartphones komplett zu machen, welches wie die anderen beiden Modelle ebenfalls zur Erweiterung der Moto Mods prädestiniert ist. In diesem Zusammenhang erwarten wir zur IFA 2016 auch das überfällige Hasselblad Camera Mod mit einem zehnfachen optischen Zoom.
Weitere Sendungen wie Android für Anfänger, Tipps und Tricks, Android Talk oder Touch and View findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog unter go2android.tv. Die nächste Android Weekly News gibt es, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme sowie erfolgreiche Woche. Verpassen Sie nicht unsere Verlinkungen wie die letzte Folge von Android Weekly News oder unser erstes 360-Grad-Hands-On vom Soundblaster RAW Pro Bluetooth-Lautsprecher.